Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut seine Risikobewertung für die Gesundheit der Bevölkerung verschärft. Insgesamt werde nun von einer sehr hohen Gefährdungslage ausgegangen, so das RKI. Auch wer zweifach geimpft und genesen sei, trage jetzt ein hohes Risiko, sich anzustecken. Lediglich für Menschen, die bereits die Boosterimpfung erhalten haben, gilt die Gefahrenlage laut RKI noch als moderat. In vielen Städten Deutschlands haben auch gestern Gegner von Corona-Maßnahmen demonstriert. In Rostock kamen bis zu 10.000. Neben Mecklenburg-Vorpommern gab es auch Versammlungen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg. Vielerorts protestierten die Teilnehmer ohne Masken und Mindestabstand. In Mannheim wurden 13 Polizisten bei Auseinandersetzungen während einer unangemeldeten Demonstration verletzt. Bund und Länder schalten sich heute ein weiteres Mal zusammen, um ihren Kurs in der Corona-Pandemie abzustimmen. Als Reaktion auf die Ausbreitung der Omikron-Variante werden zusätzliche Kontaktbeschränkungen erwartet, auch für Geimpfte und Genesene. Nach einer Beschlussvorlage sollen die neuen Regeln aber erst nach Weihnachten in Kraft treten. Im ARD-Morgenmagazin äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder zu den Beratungen. Wir haben jetzt doch nach wie vor einige Instrumente, die nicht nutzbar wären und die dann, wenn es wirklich ganz ernst würde, erst zur Anwendung kommen müssten. Wir in Bayern haben das ja machen dürfen, das war das Positive. Wir haben ja beispielsweise, als wir Hotspots hatten, dann auch tatsächlich eine komplette Schließung auch von Gastronomie machen müssen. Hat übrigens gewirkt. Sie wissen, dass wir einige Hotspots über 1000 haben. Das ist jetzt Gott sei Dank der Vergangenheit angehört. All diese Dinge gehen dann ja nach dem neuen Recht kaum mehr. Und deswegen müsste man nochmal überlegen, ob man da an der Stelle nicht die Flexibilität schafft zu reagieren. In der Diskussion über verschärfte Corona-Maßnahmen sind auch Schulschließungen wieder im Gespräch. Während Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger das unbedingt vermeiden möchte, schließt der Deutsche Lehrerverband eine Verlängerung der Weihnachtsferien oder Distanzunterricht für kurze Zeit nicht aus. Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen, weil dort demnächst eine hoch ansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten treffe, so Präsident Meidinger. In den USA ist die Omikron-Variante des Coronavirus nun auch vorherrschend. Nach einem sprunghaften Anstieg macht Omikron jetzt fast 3/4 der Fälle aus. US-Präsident Biden will sich heute an die Bevölkerung wenden. Laut seiner Sprecherin gehe es aber nicht um einen Lockdown, sondern um das Impfen und Testen. In den USA liegt die Impfquote bei 61%. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Am 21. Dezember 1971 hatten sich zwei unabhängige Ärztegruppen und Journalisten in Paris zusammengeschlossen. Seitdem leistet die Organisation Hilfe für Menschen, deren Leben oder Gesundheit wegen bewaffneter Konflikte, Epidemien oder Naturkatastrophen bedroht ist. 1999 erhielt Ärzte ohne Grenzen dafür den Friedensnobelpreis. Mittlerweile agieren etwa 64.000 Beschäftigte in 88 Ländern. In Malaysia sind weiterhin Zehntausende von schweren Überschwemmungen betroffen. Einsatzkräfte mussten zahlreiche Menschen aus ihren Häusern retten. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens 7. Das Hochwasser war am Wochenende durch tagelange Monsunregenfälle ausgelöst worden. Besonders betroffen sind die Hauptstadt Kuala Lumpur und die Ostküste. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute regional zäher Nebel, sonst oft sonnig, im Osten mehr Wolken und einzelne Schneeschauer. Temperaturen zwischen minus 3 Grad und 5 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr und hier geht es jetzt weiter mit Live nach 9 mit Alina Stiegler und Isabel Varell. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.